Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgemeinde, Sie feiern heute ein großes Fest. Sie haben uns dazu eingeladen, dieses Fest mitzufeiern. Es ist ein heiliges Fest, in dem Sie dankbar trauen. Es ist die große Trauung, dankbar in dem Glauben, dass Ihr gemeinsames Leben gesegnet ist und dass es getragen und bewahrt wird. Das ist das Fest, das wir heute hier feiern dürfen. Niemand verspricht Ihnen, dass das, was Sie heute beginnen und Ihre gemeinsame Ehe vor Stürmen, wie sie eben im Evangelium geschildert wurden, bewahrt bleibt. Mögen es wenige sein, aber dass es keine sind, ist wahrscheinlich nicht nur statistisch unwahrscheinlich, sondern vielleicht auch langweilig. Stürme sind zwar nicht immer angenehm, vielleicht sogar meist unangenehm, aber manchmal sind sie nützlich. Und bei einem bin ich recht zuversichtlich, so wie ich Anna und Christopher kennengelernt und erlebt habe, ist, dass sie gute Chancen haben, sich durch Stürme nicht kirre machen zu lassen, sondern zu vertrauen und zu glauben, so wie es eben in diesem Evangelium geheißen hat, dass derjenige, der die Stürme geschaffen hat, letztlich mächtiger ist als die Stürme. Und es sind nicht die Stürme, denen sie vertrauen, sondern dieser, der ihr Leben in Händen hält, der hat das ja schließlich unternommen, sie beide zusammenzuführen. Da wird er sich was bei gedacht haben. Da sollte man auch vertrauen, dass er sie behütet und trägt. Es ist der, der sie zusammengeführt hat, der, vor dessen Altar sie stehen. Es ist der, vor dessen Angesicht sie sich die Treue versprechen wollen. Und ich bin mir sicher, er wird sie nicht vor Stürmen bewahren, aber in Stürmen. Das ist das Fest, das wir heute feiern. Das Vertrauen, das Sie durch die Weise ausdrücken, wie wir hier sind, dass es ein Gottesdienst ist, das ist das Vertrauen darin, dass diese Beziehung zu Gott etwas ist, was uns ganz entscheidend an einem ganz wichtigen Punkt des Lebens bewahren kann vor Angst. Denn darum geht es natürlich auch in dieser Geschichte vor denen, die da auf dem See sind. Der Sturm wackelt an dem Boot und sie schreien, heißt es da, vor Angst. Man merkt, diese Befreiung von Angst ist nichts, was man von jetzt auf gleich haben kann. So, das eine Erweckungserlebnis und danach ist mein Leben ganz anders. Sondern es ist ein Weg, den man zusammengeht. Ich betone auch das Zusammen. Die Befreiung von der Angst, zu kurz zu kommen. Ich glaube, eine der wichtigsten und verrücktesten Ängste im Leben. Die Befreiung von der Angst, zu kurz zu kommen, ist etwas, was man erleben kann, wenn man miteinander traut und vertraut. Die Befreiung von der Angst, immer wieder dieses Enge, das torpediert, was ich eigentlich möchte, nämlich offen zu sein für die anderen. Die Befreiung, das ist der Weg des Vertrauens und Glaubens. Immer wieder diese Richtung zu suchen, in der ich schaue und die mir klar macht, es gibt so viel anderes im Leben und ich kann vertrauen. Das ist natürlich auch ein Loslassen müssen. Es gibt natürlich einiges andere, dem ich gerne vertraue. Zum Beispiel das letzte Wort behalten müssen, ist etwas, dem ich gerne vertraue. Die Oberhand zu behalten, mächtig zu sein. Wer die Macht des Stärkeren anbietet, wird die Macht der Liebe nie entdecken. Und ich muss sagen, ich war dann doch sehr beeindruckt von dem Lied, das Sie ausgewählt haben. Ich biete an die Macht der Liebe. Wer die Macht des Stärkeren anbietet, der wird aus Angst vor der Ohnmacht unfähig, den Weg des Trauens zu gehen. Und das ist, was Christopher und Anna heute tun. Die gehen öffentlich und entschieden einen anderen Weg. Sie trauen einander an diesen Gott, der sie geführt hat. Es hieß hier gerade in der Lesung, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Die Grundhaltung, die uns führt auf einem solchen Weg des dankbaren Trauens, Dankbarkeit, hieß eben, dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes, also Glieder eines Leibes, den Gott selber bildet, Jesus, seid dankbar. Das ist ja, worin die Dankbarkeit verwandt ist mit der Liebe und dem Glauben, ist, sie pocht
nicht auf Besitz und Leistung. Ein Mensch, der dankbar sein kann, der ist nicht jemand, der sagt, aber das habe ich gemacht und das gehört mir und das habe ich, sondern ist einer, der offen ist. Echte Dankbarkeit ist deswegen eine ganz entscheidende Übung. Das ist sozusagen, was ich Ihnen empfehlen würde für Ihr Leben. Keinen Tag zu beenden, ohne diese Übung zu machen, dankbar auf den Tag zurückzublicken. Und ich bin mir ganz sicher, in jedem einzelnen Tag Ihres Lebens und Ihrer Gemeinschaft werden Sie etwas finden, für das Sie dankbar sein können. Manchmal ist man vielleicht noch nicht gleich dabei, dankbar zu sein für den Tritt vor der Schienbein, das man heute bekommen hat, aber es ist immer ein Grund der Dankbarkeit in jedem Tag. Beiden haben sich sehr sorgfältig ausgesucht, welche Lesung aus der Bibel sie heute für ihren Hochzeitstag haben wollen, und sie sind auf diesen Brief gestoßen, der im Neuen Testament in der Bibel steht, der Brief an die Christen in Kolosse, einer Stadt in Griechenland, der Brief an die Kolosser. Und da heißt es, sie sollen dankbar sein als Glieder des einen Leibes. Und das ist ja ihre Entscheidung, nicht einfach irgendwo privat zu sagen, ey du Christopher, ey du Anna, wir wollen jetzt mal, sondern es hier öffentlich zu tun, in der Gemeinschaft von Getauften und in einer Kirche. Wissen darum, dass die Gemeinschaft der Kirche oft erbärmlich dasteht, aber gerade deswegen haben wir einen Platz und gerade deswegen freuen wir uns, eine solche Braut unter uns zu haben. Sie geben damit ihre Dankbarkeit einen Ort, wo man sich einüben kann. Und zwar bei aller Dankbarkeit den Eltern gegenüber, habt ihr gut gemacht, Dankbarkeit den Geschwistern gegenüber, den Freunden gegenüber, das nochmal alle beiseite lassen und in diese grundlegende Dankbarkeit, die eben nichts zurückgeben kann und nichts zurückgeben will, sondern die einfach nur dankbar und liebend ist. Und darauf können Sie vertrauen, diesem Gott, den Sie danken, er wird Sie lieben, weil wie soll er nicht lieben, was er geschaffen hat. Und so schauen Sie auch nach vorne auf die erste heilige Messe, die Sie zusammen feiern werden. Wir Katholiken verwenden für den Sonntagsgottesdienst das alte griechische Wort Eucharistie. Eucharistie ist auf Deutsch einfach das Wort Danksagung. In der Feier der Eucharistie, im Gottesdienst am Sonntag, das ist die Form, wie Sie auch miteinander Dank sagen können. Gott, der zu Ihnen kommt. Und die Liedzeile vorhin ist zwar eindeutig von Gott die Rede, aber es schwingt immer noch mal die Liebe mit, die zwischen Anna und Christopher ist. Ich fühl's, du bist es, dich muss ich haben. Ich fühl es, ich muss für dich nur sein. Und dann an Gott, nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheplatz, Gott ist dir allein. Liebe Anna, lieber Christopher, das soll das Geheimnis eurer Ehe sein. Die Liebe ist eine Frucht der Dankbarkeit. Und zwar Geheimnis in diesem ganz tiefen Sinne. Die Geheimnis des Glaubens, das ist nicht meint, etwas, was unzugänglich wäre, geheim gehalten, sondern Geheimnis meint in diesem Sinne etwas, was da liegt zur Entdeckung und wo mir klar ist, ich darf jeden Tag neu dran gehen und diese Wirklichkeit entdecken und ich bin mir klar darüber, ich werde sie nie ganz ausschöpfen, so wie ihr einander hoffentlich immer auch ein Geheimnis bleiben werdet. Denn in dem Augenblick, wo ich meine, alles über den anderen zu wissen, ist er eigentlich für mich schon tot. In dem Augenblick, wo er dieses Geheimnis für mich bleibt, in dem eine Wirklichkeit dem anderen gegenwärtig ist, die alles übersteigt, was ich erfassen und besitzen kann, in dem Augenblick bewahre ich mir die echte Dankbarkeit. Das ist eine Wirklichkeit, die kann man sich nicht kaufen, die kann man sich nicht durch Leistung erwerben. Smiling, ja, aber letztlich ist es ein Geschenk. Deswegen kann man es wahrscheinlich noch nicht einmal besitzen, sondern eigentlich nur bereit sein, sich das, was sie haben, jeden Tag neu schenken zu lassen. Und so feiern sie eben ihre Ehe als Geheimnis, griechisch Mysterium, lateinisch Sakrament. Das ist es, was es heute ist. Wir hören, wie sie einander die Treue versprechen und wir ahnen, dass in dem, was sie beide miteinander machen, etwas so Großes gegenwärtig ist, dass wir nur dann verstehen werden, wenn wir teilhaben an dem, was die beiden heute feiern. Sie sind dabei heute im Gottesdienst, sie werden nachher dabei sein, miteinander feiern, aber es beginnt ja eine Wirklichkeit und das, was heute stattfindet und dass sie heute hier sind und eingeladen worden als Freunde,
Das hat ja damit zu tun, dass die Erwartung ist, dass sie teilhaben an dem, was heute beginnt. Was ganz nebenbei gesagt ja auch bedeutet, seien Sie gastfreundschaftlich und nehmen Sie die Hilfe dieser Freunde und Verwandten für sich mit Dankbarkeit an. Gott hat die beiden füreinander geschaffen. Und wenn sie nun einander in großer Freiheit, mit großem Ernst und mit großer Treue die Treue versprechen, dann ist Gott in ihrer Liebe der Handelnde. Zwar nicht als der Dritte im Bunde, das kommt dann später, da kommt der Dritte und der Vierte und ich weiß nicht was im Bunde. Nein, Gott ist einfach genau die Mitte von dem, was sie tun. In ihrer Freiheit und in ihrer Liebe will er gegenwärtig sein. Amen.